Wir sind trotz aller Pannen irgendwie noch in der Zeit. Und insofern freue ich mich, dass Uwe Flick hier die Einladung angenommen hat, beim 10. Berliner Methodentreffen die Mittagsvorlesung zu eröffnen. Uwe hat bereits das dritte Berliner Methodentreffen eröffnet mit einer Mittagsvorlesung. Und damals sagte ich schon, im Grunde muss Uwe Flick nicht vorgestellt werden. Das gilt Jahre später noch viel mehr. Ich kann Ihnen also jetzt weitere lange Ausführungen ersparen. Ich gehe davon aus, Sie kennen seine Einführungsbände. Ich unterstelle, von den 500 Personen vor mir haben 400 das von ihm mit herausgegebene Handbuch und seine Bücher im Bücherschrank stehen. Es ist insofern völlig sinnfrei, viele, viele weitere Ausführungen zu machen. Seine Bücher sind in Englisch veröffentlicht, in vielen anderen Sprachen. Uwe war lange Zeit Vorsitzender der Sektion. All das hätte ich ausgeführt. Aber Uwe hat mir schon 2007 gesagt, war ja ein bisschen lang, Günther, lass uns mal zu den Inhalten kommen. Ich halte mich an diese Vorgabe, freue mich sehr, dass du die Einladung angenommen hast. Herzlich willkommen und allen ein gutes 10. Berliner Methodentreffen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung zum heutigen 10. Methodentreffen, die Mittagsvorlesung zu halten zu dürfen. Und vielen Dank für die netten Einführungsworte, die diesmal wirklich schön kurz waren, und auch an Günter May und auch an Harm Cooper. Vielen Dank für die Vorstellung und Einleitung, und an die Organisatoren gilt der Dank natürlich auch, dieses Methodentreffen nun 10 Jahre lang wirklich erfolgreich und im großen Rahmen organisiert zu haben. Ich will jetzt auch gar keinen großen geschichtlichen oder ähnlichen Vortrag halten, sondern ich möchte trotzdem, bevor ich zu den Inhalten komme, ganz kurz etwas zu diesem Anlass der 10 Jahre sagen. Ich war vor kurzem in Wien auf der 50-Jahr-Feier des Instituts für höhere Studien, und dort hat Helga Nowotny einen Vortrag gehalten. Und was sie darin gesagt hatte, war inhaltlich natürlich sehr interessant, aber sie sagte auch anlässlich dieses 50. Jahrestags, dass die schwierige Klippe von Institutionen ist eigentlich das 20. Jubiläum. Der 20. Jahrestag, weil dann sind die ersten Generationen sozusagen verschwunden, die ersten Streitigkeiten haben dazu geführt, dass man nicht mehr miteinander redet und so weiter und so weiter. Von daher ist es gleich ganz gut, dass wir heute erst das 10. Jubiläum des Methodentreffens feiern. Und wenn man nochmal zurückschaut auf die Methodentreffen, die jetzt ja eben im Schnelldurchlauf schon mal in dem Film und in den Fotos und vielleicht auch in den Themen angesprochen sind, kann man sehen, dass sich da eben eine ganze Reihe von Themen in den Mittagsvorlesungen gefunden hat, die sich an der Entwicklung der qualitativen Forschung in Deutschland vielleicht auch relativ stark angelehnt hat oder auch relativ symptomatisch sind. Es ging los mit einer Referenz an die Forschungsarbeiten von Anselm Strauß und die Art, wie das gemacht worden ist. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen mit Reflexionen, mit Themen, die eher so die Bilanzen ziehen, kritische Diskussionen deutlich machen, die Diskussion zwischen um den Begriff qualitative Forschung oder interpretative Forschung. Es gibt relativ viel Reflexivität darüber, wie man bestimmte Methoden anwenden kann und was sozusagen die Zwischenbilanzen der qualitativen Forschung in Deutschland sind. Was ich mit meinem Vortrag heute ein Stück ergänzen möchte, ist die Frage oder den Aspekt, dass in diesen 10 Jahren und nicht nur in diesen 10 Jahren, auch vorher schon eine starke Etablierung und vielleicht auch Konsolidierung der qualitativen Forschung zu verzeichnen ist. Deswegen der Untertitel auch Konsolidierung und Internationalisierung in meinem Vortrag. Und nicht nur der Obertitel Qualitative Forschung 2.0. Ich möchte heute, soweit das möglich ist, in dem zeitlichen Rahmen, den wir hier haben, folgende 7 Themen kurz ansprechen, auch in Rücksprache mit den Organisatoren des Methodentreffens. Ich möchte kurz etwas sagen zur gesellschaftlichen Relevanz qualitativer Forschung. Dazu
Dann ergänzend etwas zur Globalisierung qualitativer Forschung, sagen etwas zur qualitativen Datenanalyse. Was ist eigentlich die Bedeutung und die Relevanz von Daten in der qualitativen Forschung? Das vielleicht auch nur ganz kurz streifen. Und dann im Hauptteil auf einige aktuelle Trends eingehen, die ich im Moment in der qualitativen Forschung sehe, beziehungsweise auf die qualitative Forschung zukommen sehe. Dann etwas zur Internationalisierung sagen, etwas zur Konsolidierung der qualitativen Forschung und am Ende ganz kurz ein bisschen zu Trends und Herausforderungen, die ich sehe. Ja, steigen wir mit dem ersten Thema ein. Was heißt eigentlich gesellschaftliche Relevanz qualitativer Forschung? Woran kann man das festmachen? Da muss man vielleicht gleich eine Vorbemerkung vorweg schicken. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Vorstellungen, die irgendwie zwischen sozialen Problemen und ihrer Analyse und Theorieentwicklung und Theoriebildung und Beitrag zur soziologischen Theorieweiterentwicklung vielleicht hin und her gehen oder sich auch in diesem Spannungsfeld ansiedeln lassen. Ich würde den Aspekt der gesellschaftlichen Relevanz qualitativer Forschung daran festmachen, dass qualitative Forschung sich mit der Lebenssituation von sozial benachteiligten Menschen, vulnerablen Gruppen, Hard-to-Reach-Gruppen, wie das so schön heißt, auch in der Forschungsliteratur auseinandersetzt. Und dabei verläuft qualitative Forschung, wenn man auf dieser Schiene sich versucht, mit der gesellschaftlichen Relevanz qualitativer Forschung auseinanderzusetzen, eigentlich so ab, dass man sich die interessiert für die Lebenssituation einer spezifischen sozialen, benachteiligten, vulnerablen Hard-to-Reach-Gruppe, dass man versucht herauszufinden, was sind die sozialen Probleme, die für diese Gruppe zu verzeichnen sind, welche Formen der Inanspruchnahme oder möglicherweise auch Nicht-Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen, sozialen Diensten gibt es, sind zu verzeichnen, tragen vielleicht dazu bei, dass die sozialen Probleme oder die allgemeinen Probleme dieser Gruppen weiter bestehen, dass man versucht, die Seite der Institutionen, des Verhaltens der Institutionen gegenüber diesen Gruppen zu analysieren und daraus dann allgemeine Vorschläge ableitet und die Ergebnisse der Forschung versucht nützlich zu machen auf verschiedenen Ebenen und die Relevanz und Implementationsmöglichkeiten von Forschung zu beschreiben. Wenn man das an einem Beispiel verdeutlicht aus unserer Forschung, dann wäre die Lebenssituation obdachloser Jugendlicher in Deutschland gewesen und die besondere Frage, das besondere soziale Problem, was heißt eigentlich Gesundheit und Krankheit in diesem Kontext und woran liegt es möglicherweise, dass chronische Krankheiten in dieser Zielgruppe relativ stark einerseits auftreten, auf der anderen Seite unbehandelt bleiben. Was sind die Wahrnehmungen dieser Gruppe auf Seiten der Institutionen, die dafür zuständig sein könnten, in Anspruch genommen werden könnten, etc.? Was sind politische Empfehlungen, die sich aus diesen Ergebnissen für diesen Bereich ableiten lassen, indem man versucht, in Meinungsbildungsprozesse einzugreifen oder Gutachten mit Daten zu unterfüttern oder zu liefern, etc. und Empfehlungen für die Veränderung der Versorgungssituation zu leisten oder zu liefern. Wenn man von diesem Verständnis gesellschaftlicher Relevanz qualitativer Forschung ausgeht, die sich vor allen Dingen den sozialen Problemen vulnerabler Gruppen widmet und versucht, mit ihren Ergebnissen vielleicht einen begrenzten, aber für dieses Zielfeld oder diese Zielgruppe relevanten Beitrag zu leisten, dann liegt die gesellschaftliche Relevanz oder lässt sich vielleicht daran festmachen, dass man über qualitative Forschung eine detaillierte Beschreibung der sozialen Prozesse und im Kontext sozialer Ungleichheit liefern kann und vielleicht auch eine detailliertere Beschreibung und vielleicht auch Erklärung, als es eine große flächendeckende quantitative Untersuchung leisten kann. Und was sind dann Herausforderungen an dieser Stelle? Was sind Probleme, die sich hier stellen, wenn man sagt, gut, das ist jetzt etwas, womit man die Begründung, warum qualitative Forschung und wie qualitative Forschung gemacht werden kann und sollte, ganz gut vertreten kann. Ich sehe hier zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist der allgemeine Trend
zu Clustern, Big Data und Big Research. In dem vorhin erwähnten Vortrag von Helga Nowotny hat sie relativ stark verdeutlicht und betont, dass Institutionen, wie das um die Institutionen, um die es da gerade ging, aber eben auch andere Bereiche sozialwissenschaftlicher Forschung, Institutionen sozialwissenschaftlicher Forschung, vor dem Problem stehen, dass Forschung immer stärker auf große Zusammenhänge ausgerichtet wird, dass es immer um große Datensätze, immer mehr um große internationale Datensätze, Vergleichbarkeit geht und dass eben Forschung zunehmend interdisziplinär wird und interdisziplinär sein soll, wenn sie zum Beispiel auf EU-Ebene gefördert werden soll. Eine parallele Entwicklung beschreiben Meyer und Schiemann für die deutsche Forschungslandschaft, dass es eben einen ganz starken Trend bei der DFG gibt, die Forschungsmittel in Richtung einer Clusterbildung zu investieren und nicht so sehr auf die einzelne Sachbarhilfe, die zum Beispiel ein Projekt wie das, was ich eben beschrieben habe, finanzieren oder unterstützen könnte, sondern es geht ganz stark darum, über Institutionen wie zum Beispiel Sonderforschungsbereiche, Exzellenzcluster, Graduiertenkollegs etc. Strukturen in den Universitäten zu schaffen. Und die Frage ist dann, wo bleibt die qualitative Forschung mit ihrer gesellschaftlichen Relevanz, so wie ich sie eben zumindest skizziert habe, in diesen Trend? Wie passt sie da rein oder was heißt das für sie? Die zweite Herausforderung, die ich in dem Zusammenhang sehe, ist, was ist eigentlich, wenn wir die qualitative Forschung und qualitative Forschungsmethoden zur Analyse solcher Probleme in anderen Kulturen verwenden wollen, in anderen Kulturen verwenden müssen. Und damit komme ich zum zweiten Thema, was ich heute ansprechen möchte, nach der Relevanz der Forschung, die Frage der Globalisierung qualitativer Forschung und das vor allen Dingen festgemacht an dem Thema oder an der Frage, was heißt eigentlich was heißt es eigentlich, qualitative Methoden im Kontext von Migrationsforschung zu verwenden. Auch hier lassen sich verschiedene Herausforderungen identifizieren, die hier benannt sind. Auf der einen Seite machen wir in den Projekten, die wir im Moment machen, im Kontext Migrationsforschung immer wieder die Erfahrung, dass es zum Beispiel bestimmte unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich dessen gibt, was Forschung ist, also das Forschungsverständnis angesprochen ist. Also zum Beispiel, wenn man mit russischsprachigen Migrantinnen arbeitet, ist man häufig mit der Frage konfrontiert, ja, ist das eigentlich Forschung, was ihr macht, wenn ihr da offene Interviews macht, etc. Es stellen sich zweitens Fragen des Zugangs, also wie erreicht man Menschen in bestimmten Kulturen, in bestimmten Subkulturen, in bestimmten Bereichen, Kontexten etc. Es stellen sich dann Fragen der Durchführung zum Beispiel von Interviews. Arbeiten wir dann mit Übersetzern, Übersetzerinnen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern oder arbeiten wir mit Deutschen als im begrenzten Umfang etc. Bei der Analyse der Daten ergibt sich die Frage, wie verankern wir eigentlich Aussagen oder wie lokalisieren wir eigentlich Aussagen zwischen den verschiedenen Kulturen, der Kultur, in dem die Interviews jetzt durchgeführt werden, hier in unserem in Deutschland oder in Berlin oder wo auch immer, und in dem sozusagen der Background- oder Hintergrundkultur, Ausgangskultur, die dabei eine Rolle spielt. Und welche Rolle spielen dabei spezifische Verständnisweisen, etwa beim Thema Sucht oder beim Thema Tod und Sterben oder Sterbebegleitung, inwieweit schlägt das in den Daten durch, inwieweit finden sich das sich in den Daten, inwieweit kann man davon ausgehen oder muss man davon ausgehen, dass wir praktisch Daten zwischen den Kulturen haben und Daten zwischen den Kulturen analysieren müssen. Was heißt das für die qualitative Forschung und was heißt das für die Verwendung qualitativer Methoden, wenn man sie in unterschiedlichen ethnischen, kulturellen oder sprachlichen Gruppen anwenden möchte, einsetzen möchte, vor allen Dingen für Verfahren, die sehr stark darauf achten, nicht nur was gesagt wird, sondern wie etwas gesagt wird. Und was heißt das für die Anpassung der Methoden in diesem Kontext? Damit komme ich zum dritten Punkt, nämlich der Frage, was ist eigentlich die Bedeutung und Verwendung von Daten in der qualitativen Forschung? Und da zu dem Punkt werde ich auch später nochmal zurückkommen. Aber jetzt geht es erstmal darum, sich nochmal zu überlegen, welche Rolle spielen Daten und spielt Datenanalyse etwa in solchen Projekten wie dem gerade skizzierten.
Wir haben im letzten Jahr ein Handbook of Qualitative Data Analysis gemacht und darüber versucht, so das Feld in der qualitativen Forschung im Bereich qualitative Datenanalyse ein Stück auch zu strukturieren. Und dabei haben sich verschiedene Spannungsfelder identifizieren lassen. Das eine ist, arbeiten wir in der qualitativen Forschung eigentlich mit existierenden Natural Occurring Daten, Data, oder mit erhobenen Daten, also Daten, die wir produziert haben für die Forschung, also das alte Spannungsfeld zwischen hergestellten Daten und existierenden Daten. Das zweite Spannungsfeld ist, verwenden wir in unseren Analysen Methoden, die sozusagen für sich stehen, beispielsweise Grounded Theory Analyse, Codierverfahren oder hermeneutische Verfahren, die dann jeweils auf die entsprechende Datensorte angepasst werden oder angewendet werden. Oder gehen wir von der Datensorte aus und versuchen systematisch zu analysieren oder zu behandeln, was sind eigentlich die spezifischen Konsequenzen, die sich aus neuen Datensorten ergeben oder die sich aus der Analyse von Interviewdaten ergeben. Also nimmt man die Methoden zum Ausgangspunkt und wendet sie auf die Daten an und vielleicht auch auf neue Daten, oder nimmt man die Daten und Datensorten zum Ausgangspunkt, um herauszuarbeiten, was die konkreten methodischen Anforderungen an die Datenanalyse sein sollen oder sein könnten. Und vielleicht kann man ja auch diese beiden Zugangsweisen kombinieren. Also einerseits ein klassisches Analyseverfahren und andererseits eine auf die Datensorte spezifisch entwickelte Vorgehensweise. Ich will das nicht weiter vertiefen, weil das ist eine Diskussion, die man sicherlich auch in den Forschungswerkstätten und in den Workshops weiterführen kann. Ich möchte jetzt zum nächsten größeren Block meiner Vorlesung kommen. Und zwar möchte ich mich mit einigen Trends auseinandersetzen, die ich im Moment sehe, die qualitative Forschung betreffen, mit denen die qualitative Forschung konfrontiert ist und die möglicherweise unterschiedliche Konsequenzen für die Variationsbreite qualitativer Forschung oder die Vielfalt qualitativer Forschung, die vorhin auch schon angesprochen worden ist, beinhaltet. Wenn man davon ausgeht, qualitative Forschung hat sich etabliert, hat sich in verschiedenen Schulen etabliert, von Grounded Theory ausgehend möglicherweise über Ethnomethodologie, Konversations- und Diskursanalyse oder Narrative- und Biografieanalysen, objektive Hermeneutik, Phänomenologie und Lebensweltanalysen, Ethnografien, performanceorientierte Forschung, wenn man in den eher amerikanischen Kontext schaut, oder die dokumentarische Methode, wenn man eher im deutschen Bereich bleibt, und andere Richtungen. Die Frage, die sich jetzt angesichts der Trends, auf die ich kurz eingehen möchte, stellt, ist, wie weit haben diese Trends für die einzelnen Schulen die gleichen positiven oder möglicherweise auch negativen Effekte, inwieweit profitieren sie davon und inwieweit sind sie möglicherweise dadurch auch in ihrer Wahrnehmung oder Berechtigung oder Vermittelbarkeit auch tangiert. Und ich möchte auf folgende Trends kurz eingehen. Der eine ist die Erwartung, dass auch in der qualitativen Forschung Forschungsinfrastrukturen herausgebildet werden, und das ist ganz stark mit der Frage der Archivierung qualitativer Forschung verknüpft. Dann ein zweiter Punkt ist die Frage der Reanalyse oder Wiederverwendung von Daten, qualitativen Daten. Da will ich ganz kurz auf ethische Fragen eingehen, die sich an dieser Stelle stellen. Dann auf die Entdeckung der qualitativen Forschung im Kontext der Evidenz und dann nochmal auf die Frage der Triangulation oder im Kontext von Mixed Methods Diskussion. Ja, zu den Forschungsinfrastrukturen. Fangen wir vielleicht damit einfach mal an. Also es gibt die Erwartung beispielsweise des Wissenschaftsrates in Diskussionsveranstaltungen und Papieren geäußert, dass über die Schaffung von Forschungsinfrastrukturen generell und auch in der qualitativen Forschung sowas wie die internationale Anschlussfähigkeit der deutschen Forschung gefördert wird. Und dass auf der anderen Seite die Forschungsinfrastrukturen, vor allen Dingen dann, wenn sie auf die Dokumentation und Archivierung von Daten und Vorgehensweisen der qualitativen Forschung abzielen, so etwas wie die intersubjektive Nachvollziehbarkeit
fördern und damit qualitative Forschung eher überprüfbar oder analysierbar oder bewertbar machen. Und dass man, da es eben die Möglichkeit der Replikationsstudien der qualitativen Forschung nicht so richtig gibt, eben man versuchen sollte, den Verlust von Daten möglichst weitgehend zu vermeiden. Die Fragen, die sich dabei stellen, gerade was die Archivierung von qualitativer Forschung angeht, da gibt es ja auch eine Debatte in den verschiedenen Sektionen der Deutschen Gesellschaft für Soziologie beispielsweise. Die Frage ist, inwieweit kann man in den Archiven tatsächlich Daten dokumentieren, ohne den Kontext der Entstehung oder der Kontext, in dem sie entstanden sind, mit zu dokumentieren. Wie lässt sich der Kontext innerhalb einer zum Beispiel biografischen Erzählungen im narrativen Interview eigentlich sinnvoll in einem Archiv so zugänglich machen, dass man dann das damit anfangen kann, was später damit auch sozusagen angestrebt ist. Und welche Arten von Daten sind eigentlich geeignet für solche Formen der Archivierung, sehen sich darin sozusagen dafür geeignet oder dazu herausgefordert oder welche Forschungsansätze und Schulen lassen sich eher sozusagen für die Archivierung nutzen, begeistern oder sozusagen mit dieser Auflage, wenn es die gibt, sozusagen realisieren oder verbinden. Die Idee, die dahinter steckt oder was der nächste Schritt ist in dem Zusammenhang, ist, dass man die Daten, die in den Archiven drin sind, vorhanden sind, zur Verfügung gestellt werden, natürlich auch weiteren Analysen zuführen kann. Und es gibt eine Reihe von Vorschlägen, wie man qualitative Meta-Analysen, Metastudien, Meta-Summaries, Reanalysen, Meta-Analysen durchführt etc. Das ist alles auch sehr sinnvoll und das macht auch Sinn, dass man darüber sich Gedanken macht. Die Frage ist nur, was ist sozusagen die Konsequenz davon, inwieweit führt die Erwartung, dass Meta-Analysen möglich sind oder Reanalysen möglich sind, vielleicht auch dazu, dass nur ein verengter Begriff von qualitativen Daten und qualitativen Ansätzen tatsächlich dafür geeignet ist oder da sozusagen noch reinpasst. Und inwieweit führt eine solche Entwicklung möglicherweise dazu, dass neue Standards, was qualitative Forschung ist oder was akzeptable qualitative Forschung ist und was nicht, durch die Hintertür eingeführt werden. Vor allen Dingen, wenn das dann quasi mit Förderauflagen beispielsweise zu einer Förderauflage beispielsweise wird. Was heißt das für die Vielfalt und Offenheit der qualitativen Forschung? Ganz kurz eine Anmerkung zu dem Verhältnis von Ethik und Serendipity. Serendipity meint, dass man eben im Feld Neues, Überraschendes findet, mit dem man nicht gerechnet hat und das vielleicht auch Konsequenzen für das weitere Vorgehen hat. Die ethischen Fragen, die ich jetzt hier nur ganz kurz ansprechen möchte, die vielleicht auch morgen ausführlicher in dem Symposium behandelt werden, sind auf der einen Seite, was heißt eigentlich, wenn man eine ethische Prüfung eines Forschungsvorhabens durch eine Ethikkommission vornehmen lassen hat und eine sozusagen Zustimmung der Ethikkommission hat oder auch der Teilnehmenden an der Untersuchung zur Verwendung ihrer Daten, was heißt das denn für die Weiterverwendung von Daten? Kann dann jeder, der quasi ein Archiv sozusagen Zugang hat, diese Daten weiterverwenden? Gilt der Informed Consent oder die Zustimmung auch für weitere Studien etc. Das Serendipity-Gedanke kommt dann rein, wenn man vor der Frage steht, man hat zum Beispiel ein bestimmtes Vorgehen mit einer bestimmten Zielgruppe inklusive der Informationsschreiben mit einer Ethikkommission abgesprochen und stellt dann im Feld fest, eigentlich müsste ich jetzt andere Personen, andere Zielgruppen, vielleicht sogar noch andere Methoden mit reinnehmen, was in einer ethnografischen Studie sicherlich nicht selten der Fall ist. Was heißt das dann quasi für die ethische Prüfung oder ethische Freigabe für diese Diskussion? Inwieweit führt das möglicherweise dazu, dass man diesen Prozess nochmal durchlaufen muss oder dass man möglicherweise auf bestimmte Aspekte verzichten muss? Ja, zu dem Trend der Entdeckung der qualitativen Forschung im Kontext der Evidenz. Evidenz war bisher für qualitative Forschung eigentlich immer nur ein sozusagen Angstwort. Evidenzbasierte Forschung, das ist etwas, was eigentlich schwierig ist, mit qualitativer Forschung zu realisieren, ist vielleicht auch eine Argumentationslinie gegen qualitative Forschung und für andere Forschung in diesem Zusammenhang. Aber wenn man sich die neueren Diskussionen anschaut, gibt es ein stärkeres gewachsenes Interesse, etwa im Kontext der Cochrane-Reviews,
was man mit qualitativen Forschungsansätzen machen kann, zum Beispiel Fragen verfeinern, dann, dass man die Forschung systematisch einbeziehen kann oder zufällig gefundene Forschung mit aufnehmen kann oder dass man Forschungssynthesen in einem Feld erstellt, die ganz stark auf qualitativen Untersuchungen basieren und die Funktionen sind dann entweder Informing Reviews oder Enhancing Reviews, Extending Reviews oder Supplementing Reviews. Und in dem Zusammenhang wird auch zunehmend die Verwendung von Systematisierung von systematischen Reviews diskutiert und auch als eine eigene ein eigenes Forschungsvorgehen und eine eigene Forschungsmethodik, und zwar gerade im Kontext von Wissenschaften wie Nursing oder Medizin, wenn sie mit qualitativer Methodik arbeiten. Die Frage, die sich dann dabei stellt, ist sozusagen, welche Erwartungen an qualitative Studien sind damit eigentlich verbunden? Inwieweit reduziert sich möglicherweise das, was in solchen Reviews oder in ähnlich wie auch in den Meta-Analysen berücksichtigt werden kann, möglicherweise auf das, was mit bestimmten Formen von Interviews durchgeführt worden ist oder mit bestimmten Analyseverfahren? Also wie weit kommt es dadurch zu einer Verengung dessen, was qualitative Forschung ist, und wie weit wird dadurch möglicherweise das Spektrum eingeschränkt? Ja, und schließlich der letzte von diesen Trends, die ich noch kurz ansprechen möchte, ist die Frage, was heißt eigentlich Triangulation im Kontext von Mixed Methods? Wenn Sie sich mit der Mixed Methods Diskussion beschäftigt haben, und ich versuche jetzt nicht irgendwas gegen Mixed Methods zu sagen, das kann durchaus sinnvoll sein und das gibt gute Fragestellungen und gute Ansätze und gute Umsetzung, dann ist das auch wirklich zu empfehlen. Aber wenn man sich die Diskussion um die Mixed Methods anschaut, dann wird man zum Beispiel in dem Mission Statement des Journal of Mixed Methods Research finden oder lesen können, dass sich Mixed Methods Research sich ausschließlich auf Forschung konzentriert oder beschränkt, in der qualitative und quantitative Methoden verwendet werden. Und gleichzeitig ist die Diskussion ja auch dadurch geprägt, dass Mixed Methods eigentlich das aktuellere Konzept ist, was an die Stelle von Triangulation und anderen multimethodischen Herangehensweisen getreten ist. Wenn man jetzt zurückgeht zu den Beispielen der Forschung, die ich vorhin angesprochen habe, dann ist es durchaus sinnvoll, dass man da mit einer systematischen Triangulation oder Perspektiventriangulation zur Analyse des Aufeinandertreffens von den vulnerablen Gruppen und den Serviceanbietern oder Institutionen vorgeht. Aber das zeigt sich dann immer wieder, dass das eben der Umgang mit sozialen Problemen geprägt ist von dem Aufeinandertreffen der Sichtweisen der Klientinnen, was sind so ihre Erfahrungen und ihre Erwartungen vielleicht gegenüber Institutionen, dem, was Institutionen liefern können, anbieten können oder als Barrieren mitbringen, dann entsprechend vielleicht auch nicht zur Verfügung stellen. Und die Frage, inwieweit die spezifische soziale Situation, in der die Gruppe lebt, beispielsweise Obdachlosigkeit oder Migration oder Ähnliches, möglicherweise so bestimmend ist, dass das Zusammentreffen von Klientinnen und Institutionen oder Anbietern gar nicht funktioniert. Um das analysieren zu können, brauche ich verschiedene Methoden, zum Beispiel Interviews mit den Klientinnen, Experteninterviews oder Expertinneninterviews mit Vertreterinnen der Institutionen. Und um die Situation oder Lebenswelt zu verstehen, brauche ich möglicherweise einen ethnografischen Zugang. Was ich nicht unbedingt brauche, ist eine Verbindung qualitativer und quantitativer Methodik, und möglicherweise kann man aus der Verbindung von Methoden, die ich hier vorschlage, interessante Ergebnisse liefern. Das können Sie selber nachschauen, ob das möglich ist oder nicht, aber auf der anderen Seite kann man darüber eben auch methodologische und methodische Aspekte diskutieren zur Verbindung von Methoden, aber eben nicht beschränkt auf die Verbindung qualitativer und quantitativer Methoden. Gut, ich würde jetzt gerne zu einem anderen Punkt gehen, auf den der ja auch im Titel meines Vortrags angesprochen ist, nämlich die Frage der Internationalisierung qualitativer Forschung.
Und diese Internationalisierung qualitativer Forschung sehe ich im Moment als, nach wie vor als eine Herausforderung für die deutschsprachige qualitative Forschung, aber es gibt auch eine allgemeinere, übergreifendere Diskussion jenseits der deutschsprachigen Forschung. Die Internationalisierung lässt sich eben entsprechend auf drei Ebenen ganz kurz ansprechen. Das eine ist die Globalisierung der Themen und Gegenstände, Forschungsgegenstände, mit denen man sich auseinandersetzt. Das ist ja etwas, was ich vorhin schon ganz kurz angesprochen habe im Zusammenhang mit der Globalisierung qualitativer Forschung. Dann die Internationalisierung in globaler Perspektive und die deutschsprachige qualitative Forschung als ein besonderer Fall in dem Zusammenhang. Die Internationalisierung in einer globalen Perspektive, dazu gibt es verschiedene Diskussionen, zum Beispiel hat Ping Chun Xiong eine sehr interessante Unterscheidung in einem FQS-Artikel in die Diskussion gebracht. Das ist nämlich ein Core-Bereich der qualitativen Forschung und ein Peripherie-Bereich der qualitativen Forschung gibt. Ein Core-Bereich ist der amerikanische, englischsprachige Mainstream und die Peripherie sind die sozusagen anderen Länder, die auch, in denen auch qualitative Forschung gerade entdeckt wird, aufgegriffen wird oder eigene Traditionen hat. Eine zweite Perspektive in dem Zusammenhang hat Alus Atari aufgemacht, der irgendwann gesagt hat, wir sollten uns die qualitative Forschung nicht als eine Entwicklungsgeschichte anschauen, mit die verschiedene zeitliche Phasen durchläuft, wie das häufiger gemacht wird, oder vielleicht auch in manchen Beispielen gemacht wird, sondern wir sollten uns eine räumliche, raumorientierte, lokale Perspektive einnehmen, um die unterschiedlichen Entwicklungen in verschiedenen Kontexten stärker berücksichtigen zu können. In dem Zusammenhang ist sicherlich die deutschsprachige qualitative Forschung ein Beispiel mit den Ansätzen, die also hier entwickelt worden sind und hier relativ stark dominant sind. Gibt es relativ wenig Resonanz oder relativ wenig Integration oder Wahrnehmung in internationalen Zeitschriften oder internationalen Kongressen, wie zum Beispiel der ICQI-Tagung im Mai in Urbana oder die Parallelveranstaltung Qualitative Health Research und so weiter. Da gibt es relativ wenig Resonanz und relativ wenig Partizipation seitens deutschsprachiger Kollegen. Und es gibt natürlich auch in anderen Ländern Entwicklungen, beispielsweise in Frankreich, Italien, Osteuropa, Lateinamerika und Asien, die in dem vielleicht amerikanisch orientierten Mainstream der qualitativen Forschung relativ wenig wahrgenommen werden. Man kann sich überlegen, wie stark sie hier wahrgenommen werden. Wenn man sich jetzt die Internationalisierung der deutschsprachigen qualitativen Forschung anschaut, kann man sie vielleicht in drei Aspekte oder unter drei Punkten beleuchten oder weiter diskutieren. Das eine ist, es gab am Anfang eine starke Phase des Imports. Die qualitative Forschung in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum hat angefangen damit, dass Forschungsansätze, wie zum Beispiel der von Gläser und Strauss oder von Garfinkel und so weiter, entdeckt worden sind, importiert worden sind, vielleicht auch umgesetzt worden sind und angewendet worden sind. Dann gibt es dazu gibt es auch noch relativ viele Bezüge, also Gläser und Strauss wird nach wie vor relativ stark zitiert und Garfinkel auch und so weiter. Dann gibt es aber die zweite Phase der Entwicklung eigener Traditionen, also narratives Interview, objektive Hermeneutik und. Die ist aber relativ stark auf deutschsprachige Publikationen und deutschsprachige Diskussionen beschränkt in ihrer Wahrnehmung. Also die Vernetzung dieser Diskussionen mit englischsprachigen oder anderen Diskussionen ist relativ überschaubar geblieben. Das kann man auch beschreiben als eine Art Abkopplung der deutschsprachigen Diskussion von internationalen Diskussionen oder man kann sich überlegen, ob das eventuell etwas ist, was man weiter diskutieren sollte. Ich glaube, wir haben das vor 2 Jahren auch schon mal auf dem Symposium angesprochen. Ja, so viel vielleicht zur Internationalisierung qualitativer Forschung. Jetzt vielleicht nochmal zurück zur deutschsprachigen Diskussion und zu dem Aspekt, was heißt eigentlich Konsolidierung qualitativer Forschung? Woran kann man das festmachen? Und ich sehe hier verschiedene Aspekte, an denen man die Konsolidierung qualitativer Forschung diskutieren kann oder sich anschauen kann. Das eine ist unter dem Stichwort Transdisziplinarität oder transdisziplinäre Verbreitung qualitativer Forschung zu diskutieren.
Das zweite Aspekt ist das Ende des monokulturellen Streits, aber vielleicht gehe ich auf die Punkte einfach mal im Einzelnen ein. Also, die transdisziplinäre Verbreitung qualitativer Forschung lässt sich im Moment relativ gut beobachten an Wissenschaften wie Medizin oder Pflegewissenschaft, aber zum Teil auch als Gesundheitswissenschaft natürlich auch oder auch Arbeitswissenschaft und Ingenieurwissenschaften. Hier werden qualitative Methoden aufgegriffen, vielleicht nicht so stark wie in den Mutterwissenschaften, wie Soziologie, Erziehungswissenschaften oder in manchen Bereichen der Psychologie. Aber es gibt eigene Verwendungen, die dazu führen, dass es möglicherweise auch eigene Diskussionen gibt. Und wenn man sich die amerikanische Diskussion im Bereich Pflegewissenschaft anschaut, dann werden da zum Teil ganz andere Aspekte, wie zum Beispiel die Weiterverwendung und Meta-Analyse diskutiert, als es in der amerikanischen oder deutschsprachigen Soziologie gemacht werden. Der zweite Punkt ist, ich denke, dass die Zeit der monokulturellen Streitigkeiten zwischen verschiedenen Schulen qualitativer Forschung, was ist die richtige Vorgehensweise oder was ist der richtige theoretische Rahmen, um eine qualitative Studie durchzuführen, oder was ist sozusagen die grundsätzliche Ablehnungsargumentation gegenüber anderen Forschungsansätzen, quantitativer Forschung beispielsweise, dass das relativ weitgehend zu Ende geht, vorbei ist oder seine Zeit gehabt hat. Ich denke, dass es wesentlich stärker jetzt darum geht, deutlich zu machen, was sind eigentlich die Möglichkeiten mit den jeweiligen Ansätzen, wenn sie sich nebeneinander weiterentwickeln oder auch kombiniert werden können, zur Verdeutlichung des Profils und Potenzials qualitativer Forschung. Und das qualitative Forschung in dieser Phase sollte deutlich machen und zeigen, dass sie auch in Normal Science Zeitschriften publizierbar ist. Beispielsweise, also Normal Science, diese Diskussion taucht ja häufiger auch in den Mittagsvorlesungen in den letzten Jahren auf, ist qualitative Forschung sowas wie Normal Science geworden. Mit Normal Science meine ich sowas wie zum Beispiel, dass man eben nicht ausschließlich in speziell auf qualitative Forschung ausgerichteten Zeitschriften wie dem Sozialen Sinn oder der Zeitschrift für qualitative Forschung oder Qualitative Research oder sowas publiziert. Das hat natürlich auch, macht natürlich auch Sinn, aber dass man auch versucht, eben in Zeitschriften wie die Zeitschrift für Soziologie oder das Journal of Health Research oder Health Psychology oder irgend sowas reinzugehen. Also Zeitschriften, die nicht ausschließlich für und von und für qualitative Forscherinnen publiziert werden. Das meine ich mit Normal Science Zeitschriften, und es gab ja gerade auch so einen Aufruf der Zeitschrift für Soziologie, dass man eben mehr qualitative Forschungsangebote haben möchte. Ja, der vierte Punkt, also wir sind da schon ein bisschen an dem qualitative Forschung als Normal Science vorbeigekommen. Der vierte Punkt ist, wenn man sich die Zusammensetzung der Gremien in der DFG beispielsweise anschaut, dann ist die qualitative Forschung da relativ gut vertreten. Das heißt, man kann durchaus mit guten Chancen qualitative Projekte sozusagen einreichen oder vorschlagen. Und es gibt auch nicht nur die Repräsentanz der Vertreterinnen oder der Richtung der qualitativen Forschung in diesen Gremien ist gegeben, sondern es gibt auch durchaus eine ganze Reihe von Förderprogrammen, beispielsweise seitens des BMBF, des Forschungsministeriums, etwa in der Präventionsforschung oder Versorgungsforschung, wo relativ viele qualitative Projekte gefördert werden, sicherlich nicht überwiegend, aber relativ viele, gefördert werden können und auch durchaus gewünscht sind als Ergänzung von dem, was sozusagen nicht qualitative Forschung ist. Aber da spielt sicherlich dann eben auch eine Rolle, das sind dann eher die anderen Wissenschaften, die qualitative Forschung aufgreifen, wie beispielsweise Medizin, Gesundheitswissenschaften, Pflegewissenschaften und nicht so sehr die klassischen Ursprungswissenschaften wie Erziehungswissenschaft und Soziologie, die da dann mit Anträgen sozusagen repräsentiert sind. Ja, was heißt Konsolidierung qualitativer Forschung? Vielleicht so der letzte Punkt in dem Zusammenhang, Emanzipation und Erwartungen. Was ich versucht habe auch deutlich zu machen, ist, dass qualitative Forschung jetzt zunehmend auch eben an ihren Leistungen gemessen wird, der Ergebnisse oder auch der Zugänge, und nicht so sehr an den Ansprüchen, was sie anders machen könnte.
Sie wird darüber auch zu sowas wie einem Teil der Normal Science oder einer Art Normal Science mit den ganzen Konsequenzen, die ich vorhin zum Teil auch schon angesprochen habe, dass es bestimmte Erwartungen der Dokumentation, Zugänglichkeit, Wiederverwendbarkeit von qualitativen Daten oder Forschungsergebnissen und so weiter geben wird. Das wird möglicherweise auch dazu führen, und deswegen auch dieser Begriff Emanzipation, müsste man vielleicht in Gänsefüßchen setzen, dass sie zunehmend von theoretischen Kontexten und Hintergründen emanzipiert eingesetzt und wahrgenommen wird. Also man arbeitet mit narrativen Interviews, aber man hat dann vielleicht nicht die ganze Rhetorik und die ganze Methodologie unbedingt immer mit an Bord. Wenn man damit gut arbeitet und die Daten gut erhebt und die Daten gut auswertet, ist das für manche Kontexte vielleicht das, was eher gewünscht oder eher sinnvoll ist oder zielführend ist, als dass man sozusagen sehr stark in die Methodologie einsteigt. Und sie muss auch, und das ist vielleicht das, was so unter diesen Erwartungspunkt da noch eine Rolle spielt, sie muss natürlich auch deutlich machen, dass sie in den verkürzten und sich verkürzenden Studiengängen vermittelbar ist, dass man eben auch in einem Rahmen eines Bachelorstudiums qualitative Methoden vermitteln kann und vielleicht auch sogar in anwendungsbezogener Perspektive und nicht nur in theoretischer Perspektive oder methodologischer Perspektive vermitteln kann. Ja, jetzt komme ich zum sozusagen eigentlich abschließenden Punkt meiner Ausführungen zu Trends und Herausforderungen. Die Frage ist, wie gelingt es die qualitative Forschung und auch die deutschsprachige qualitative Forschung wirklich international, global und lokal werden zu lassen. Also das ist nicht nur ein deutschsprachiges Problem, aber es ist auch ein Problem für die deutschsprachige qualitative Forschung. Insgesamt ist die Frage der Indigenous Methods etwas, was diskutiert wird, allerdings in anderen Richtungen. Aber die Frage ist, wie kommen wir dahin? Dann, wie wird qualitative Forschung tatsächlich relevant, gesellschaftlich relevant, ohne dass man die Vielfalt der qualitativen Forschung, der Methoden, der Herangehensweise reduziert und sagt, okay, qualitative Forschung, das ist doch das, wo man Interviews anwendet und sie dann mit qualitativer Inhaltsanalyse auswertet. Nichts gegen Interviews, nichts gegen qualitative Inhaltsanalyse, aber irgendwie ist qualitative Forschung irgendwie auch ein bisschen breiter aufgestellt, wie diese zwei Tage zeigen. Und wie lässt sie sich in neuen Kontexten und Verwendungsweisen und Phänomenen und Daten angepasst verwenden? Und dafür vielleicht abschließend noch ein Beispiel, wenn Sie sich fragen, was das ist. Das ist jetzt nicht der Kollege vom NSA, der unsere Daten anschaut. Das ist auch nicht ein teilnehmender Beobachter, der versucht, das Going Native zu vermeiden, sondern das ist von der BMBF-Seite genommen, in der es eine starke Propagierung gibt der Wissenschaft, die die Mitte der Gesellschaft erreichen soll, unter der Überschrift Citizen Science. Hier im deutschen Raum werden damit hauptsächlich Projekte gefördert oder darunter verstanden, die sich zum Beispiel mit Zoologie oder naturwissenschaftlichen Aspekten beschäftigen. Also wer hat bestimmte Tiere irgendwo gesehen, Falter oder Wildschweine in der Stadt und berichtet das und liefert damit Daten. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was hat das mit qualitativer Forschung zu tun? Wenn man sich die allgemeinere Diskussion anschaut, in England beispielsweise, ist diese Diskussion schon wesentlich weiter und wesentlich näher an der qualitativen Forschung heran. Weshalb ich so die Frage habe, oder man sich die Frage stellen kann, wo werden wir nach 20 Jahren Berliner Methodentreffen eigentlich stehen mit unserer qualitativen Forschung? Und eine Möglichkeit, eine Option ist, dass wir möglicherweise gar nicht mehr gebraucht werden, wenn solche Diskussionen oder Entwicklungen wie die Citizen Science oder Citizen Research sich weiterentwickelt. Nigel Fielding hat in einem Artikel das sehr schön deutlich gemacht, dass die Citizen Research Bewegung vor allen Dingen über Online-Media die Forschungslandschaft und die Wissenschaft ganz stark verändern wird, weil es eben die Menschen zunehmend in die Situation kommen, dass sie Forschung selber anwenden können, selber durchführen können, mit diesen Media, mit den Angeboten, die da durchgeführt worden können. Und es gibt auch den Ansatz der Extreme Citizen Science als etwas, was
sozusagen als eine Bottom-up-Bewegung verstanden wird, in der Netzwerke hergestellt werden und geschaffen werden, in der Menschen eben neue Methoden, neue Vorgehensweisen, neue Instrumente entwickeln, um ihre Situation besser zu verstehen. Und die Frage ist, wird das möglicherweise dazu führen, dass professionelle, professionalisierte Forscherinnen da gar nicht mehr so eine große Rolle spielen in dem Zusammenhang? Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass irgendwann Kodak pleite geht, weil es Telefone gibt, mit denen man telefonieren kann? Also wahrscheinlich wird es hier bei einer qualitativen Forschung nicht so sein, aber vielleicht ist das ein Trend. Vielleicht gibt es aber auch nur noch uns, also nach 20 Jahren BMT oder Berliner Methodentreffen. Wenn Sie sich komme ich wieder mit einem englischen Beispiel, in dem aktuellen Editorial des Journals Work, Employment and Society, was ein relativ, soweit ich das überblicken kann, führendes Journal im englischen Sprachraum in der Arbeitssoziologie ist, da gibt es ein Editorial in diesem Jahr im zweiten Heft, in dem zu lesen ist, according to the recent benchmarking review of the discipline, UK sociological research is predominantly based around qualitative research methods. Further evidence suggests that the overwhelming majority of empirical articles published in mainstream UK sociological journals are qualitative in their focus, und sie bitten händeringend um die zur Verfügungstellung von quantitativen Arbeiten. Ja, was heißt jetzt qualitative Forschung 2.0 in dem Zusammenhang? Ich denke mal, dass qualitative Forschung in eine Situation kommt, wo sie gekommen ist, wo sie sich den genannten Chancen, Herausforderungen, Trends stellen sollte und wo sie darauf achten muss und Sorge tragen sollte, dass das Verständnis qualitativer Forschung dadurch nicht ein reduktionistisches wird, dass also vieles sozusagen unterwegs verloren geht möglicherweise, dass man qualitative Forschung den Daten und Analysen in neueren globalen Kontexten und Bedürfnissen und lokalen Kontexten und Bedürfnissen anpassen sollte, dass sie versuchen sollte, im Wandel der gesellschaftlichen Umstände auch gesellschaftlich relevant zu bleiben, dass sie Auseinandersetzungen und Zugangsmöglichkeiten zu den sogenannten neuen Medien finden sollte und dass sie Reflexion und Forschungspraxis miteinander verbinden sollte und vielleicht kommen wir in diesen zwei Tagen da einen Schritt weiter. Ich danke für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Vielen Dank. So, vielen Dank. Ich war eigentlich ganz hoffnungsfroh vor 2 Minuten. Dachte, okay, der Sommer 2024 ist frei, Urlaub. Das Methodentreffen wird nicht mehr gebraucht. 1 Minute später wird gesagt, vielleicht nur noch mehr Arbeit 2024. Okay, lassen wir das. Wir diskutieren jetzt gerne den ein oder anderen Punkt. Uwe hat ja ein Kaleidoskop an Möglichkeiten aufgeworfen. Es sind Personen mit Mikrofonen unterwegs, dort und dort. Und wir bitten um Handzeichen. Ich verschwinde dann auch und Uwe kann im Grunde die Diskussion ohne mich moderierend durcharbeiten. So, Handzeichen. Vorne. Immer wo das Mikro ist, will niemand. Es wird immer dort, wo das Mikro nicht ist. Gleich geht es dann wieder nach oben. Da oben haben wir auch noch ein Handzeichen. Okay, gut. Okay, dann bleibe ich am Grund stehen. Das ist, dann kann ich von hier, wenn ich will, was machen. Vielen Dank, Uwe. Ich fand das einen sehr aufgeräumten Vortrag zum Aufräumen mal der qualitativen Sozialforschung, also sozusagen du hast bestätigt, was du getan hast. Das war sehr nützlich, denke ich, für uns alle. Ich habe eine Frage, die mir unklar war. Also du hast an einer Stelle darauf hingewiesen, dass der monokulturelle Streit wohl zu Ende geht. Seit vielen Jahren sagen wir uns gegenseitig, und es wird auch in dem Band jetzt zum 10-jährigen Jubiläum wieder abgebildet, das Schisma zwischen Quanti und Quali soll endlich mal überwunden werden und so weiter. Das sind alles natürlich sehr schöne Ideen. Was mir gefehlt hat, was mir einfach immer fehlt, ist
dann die Bestimmung, was bleibt. Also was ist dann sozusagen das Unverzichtbare an dem, was wir tun? Es heißt das einfach, alle Leute, die in solchen Bänden publizieren, wie du sie rausgibst, bestimmen halt, was qualitative Forschung ist. Oder so wie Dahrendorf das früher mal über die Soziologie gesagt hat, was ist das, nicht? Also was ist qualitative Forschung? Das, was Leute behaupten zu tun, wenn sie sagen, wir machen qualitative Forschung, oder gibt es ein Essential, wo man sagen muss, also wir können schon scheiden, nicht erst, wenn Citizen Science aufkommt, sondern auch bei dem, was wir selber machen. Das wäre die Nachfrage. Ja, ich denke, dass der zentrale Punkt ist natürlich schon, dass wir uns klar machen, was wir machen, warum wir das machen und wie wir das machen. Und dass es eben bestimmte Forschungsgegenstände gibt, die bestimmte methodische Zugänge eher nahelegen als andere methodische Zugänge, und dass diese methodischen Zugänge schon in einer Art und Weise angewendet werden sollen, die einerseits den Bedingungen, die da untersucht werden sollen, gerecht wird, die aber auf der anderen Seite schon auch einem bestimmten Verständnis von Methoden folgen sollte. Also ich habe jetzt nicht dafür plädiert, dass man einfach irgendwas macht und dann sagt, es ist auch qualitativ, sondern ich habe eher mit diesem Punkt des monokulturellen Streits, bin ich eher davon ausgegangen oder eher versucht deutlich zu machen, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, dass es aber nicht unbedingt mehr, ich sehe diese Diskussionen auch nicht mehr so wirklich zwischen den verschiedenen Schulen, verschiedenen Lagern, die so quasi einen Alleinvertretungsanspruch hatten eine Zeit lang dafür, was eigentlich qualitative Forschung ist oder was Forschung ist. Und ich denke, dass und habe das versucht auch deutlich zu machen, dass qualitative Forschung dann weiter einflussreich, wichtig, relevant, gewünscht, gefördert wird, wenn sie deutlich machen kann, dass sie auch tatsächlich in der Lage ist, bestimmte Fragestellungen zu bearbeiten und dazu bestimmte Ergebnisse auch zu liefern, und dass es bestimmte Gründe gibt, warum man mit diesen Methoden arbeitet und nicht mit einer anderen Methode oder ganz anderen Methoden. Ja, herzlichen Dank für diesen Überblick, diesen Rundumschlag. Ich bin so ein bisschen hängen geblieben am Thema Relevanz qualitativer Methoden. Und ja, natürlich gibt es einerseits die Studien, wie du sie auch vorgestellt hast, wo ganz konkrete soziale Probleme, soziale Gruppen im Vordergrund stehen. Aber ich frage mich, ob qualitative Forschung nicht auch nochmal viel umfassender gesellschaftlich relevant ist. Also wenn ich mir bestimmte Prinzipien qualitativen Forschens vor Augen führe, wenn ich mir überlege, sowas wie offen bleiben, neugierig sein, flexibel bleiben, genauer hinzuschauen, das eigene Tun auch zu reflektieren, mich selber zu hinterfragen. Wenn ich versuche, auf diese Art und Weise zu arbeiten, habe ich manchmal schon auch das Gefühl, mich gegen den wissenschaftlichen oder zum Teil auch den gesellschaftlichen Mainstream zu stellen, mit noch mehr Publikationen, schneller noch mehr Publikationen, dies und jenes noch im Lebenslauf unterzubringen. Also gibt es nicht auch sowas wie eine allgemeinere gesellschaftliche Relevanz von qualitativer Forschung? Ja, ich meine, ich habe am Anfang gesagt, das ist ein Beispiel, ein Verständnis von gesellschaftlicher Relevanz, und das ist natürlich relativ stark an konkreten Problemen, Anwendungsfeldern vielleicht auch orientiert, und sicherlich kann man, das habe ich auch am Anfang versucht zu sagen, man kann das auch anders definieren, und die Frage, die sich, also die ganzen Punkte, die jetzt gerade angesprochen sind, das sind natürlich auch Punkte, die sich darauf runterbrechen lassen, wie ich die Forschung konkret durchführe. Man kann das natürlich auch auf dieser allgemeineren Ebene diskutieren. Mir ging es darum, deutlich zu machen, wie man vielleicht auch sowas wie gesellschaftliche Relevanz in das Forschungs- und Forschungsförderungssystem und so weiter hinein vermitteln kann und verdeutlichen kann. Dass das nicht die einzige Diskussionsebene ist, gebe ich auch gerne zu. Und dass ich bin nicht so sehr irgendwie an diesen quasi ganz großen Feldern oder diesen ganz großen sozusagen Ansprüchen, die jetzt in dem Beitrag angesprochen worden sind, orientiert, oder das ist vielleicht, das ist auch eine wichtige Ebene, aber ich setze irgendwo anders an mit meiner Forschung, und das habe ich halt jetzt zum Ausgangspunkt genommen. Aber ich würde das gern zugeben, dass man das natürlich auch auf dieser Ebene weiter diskutieren kann, aber ich denke, was sich halt jetzt schon als Frage auch im
Zusammenhang mit dem Umbruch des Universitätssystems, das sich ja verändert hat, ganz stark in den letzten Jahren, aber vielleicht auch mit den Generationswechseln, die jetzt stattgefunden haben. Was sich da eben letztlich stellt als Frage ist, wie kann man deutlich machen, dass man mit qualitativer Forschung bestimmte Sachen machen kann, die man mit anderen Vorgehensweisen nicht machen kann, und das, wie kann man darüber auch zum Beispiel bestimmte Zielgruppen erreichen, die man mit anderen Vorgehensweisen nicht erreichen kann, und dann dazu sozusagen Erkenntnisse liefern, die vielleicht auch sogar Implikationen haben für die Veränderung von Situationen. Also das ist ein spezifisches Verständnis von Relevanz, was auch viel damit zu tun hat, Forschung zu machen und nicht über Forschung oder nicht nur über Forschung oder vor allem über Forschung zu reflektieren. Das ist halt vielleicht so eine zweite Ebene, die ich auch wichtig finde, aber mir ging es jetzt so ein Stück um dieses tatsächlich Doing Research als Ebene. Danke für den Vortrag. Meine Frage hat mit einer Herausforderung zu tun, die Sie schon am Anfang erwähnt haben. Die Herausforderung, um qualitative Forschung in andere Kulturen anzuwenden oder in die Migrationsforschung anzuwenden. Und ich möchte gerne nachfragen, welches Kulturbegriff Sie dabei verwenden, ob es dann wirklich um ethnische Kultur geht, weil in anderen Beispielen haben Sie zum Beispiel gesagt, dass oder ein Forschungsprojekt über obdachlose Jugend erwähnt. Und ich kann mich so vorstellen, dass es dann auch um eine andere Kultur geht oder dass es auch vielleicht einen Unterschied gibt zwischen der Kultur der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin und der Kultur der obdachlose Jugend, und auch, dass die Vorstellung von was Wissenschaft oder Forschung ist, anders ist. Und darum würde mich interessieren, was dann spezifisch ist an dieser Migrationsforschung. Und damit dann auch verbunden, Sie haben über die Internationalisierung gesprochen, und ich glaube, dass es auch eine Internationalisierung der Wissenschaft gibt, die heißt, dass Wissenschaftler aus anderen Ländern kommen. Und ich habe ein bisschen den Eindruck jetzt gehabt, dass wir von einer Wissenschaftlerin ausgegangen sind, die aus der Mehrheitsgesellschaft kommt, eine weiße deutsche Wissenschaftler. Aber vielleicht gibt es auch Wissenschaftler, die Kultur sozusagen teilen mit den Migranten, die geforscht werden. Ich rede natürlich auch mit einem klaren Akzent hier, deshalb auch eine persönlichere Frage. Ja, also es sind ja verschiedene Fragen, die da angesprochen sind. Das eine, also wir gehen davon was den Kulturbegriff angeht, gehen wir erstmal davon aus, was passiert eigentlich, wenn jemand zum Beispiel mit einer russischsprachigen Sozialisation oder russischen Sozialisation nach Deutschland kommt und Probleme bekommt, die dazu führen, dass er zum Beispiel Drogenprobleme bekommt, dass er eigentlich Hilfe bräuchte und dass er versucht, diese Hilfe zu finden. Und was passiert eigentlich an der Stelle, wo diese beiden Hintergründe aufeinandertreffen, wenn man mal davon ausgeht, dass er nicht das Glück hat, dass er jemanden findet, der die gleiche Sozialisation und den gleichen kulturellen Background und das gleiche Verständnis von Sucht und sozialen Problemen und so weiter hat, wie er selber. Was passiert an dieser Stelle? Wie treffen da unterschiedliche Vorstellungen, was Sucht, Behandlung von Sucht und so weiter angeht? Was passiert an dieser Stelle? Was trifft da aufeinander? Und wie kann man versuchen, das so zu analysieren, dass man beide Seiten so versteht, dass man nachvollziehen kann, warum das funktioniert oder warum das eben in vielen Fällen auch nicht funktioniert? Und da ist dann eben die Frage, was sind so sprachliche Aspekte, was sind vielleicht auch kulturelle Sichtweisen in diesem Kontext und was sind vielleicht auch Differenzen, die da deutlich werden? Und das ist so der eine Punkt. Und natürlich ist das auch das Aufeinandertreffen von, wie sage ich mal, Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten darin. Aber die Frage, die uns dabei interessiert, ist, was passiert eben an dieser Stelle und inwieweit passiert da eben etwas, was auch mit dieser kulturellen Differenz zu tun hat oder was möglicherweise eben auch andere Gründe hat, was vielleicht bei dieser nicht vorliegenden den nicht vorliegenden kulturellen Hintergründen ähnlich auftauchen würde. Das ist sozusagen der Punkt, der uns an dieser Stelle interessiert, weswegen wir das jetzt auch nicht irgendwie, ich kann jetzt auch nicht allgemein was zu sozial- oder kulturanthropologischer Forschung sagen, sondern uns interessiert genau dieses sozusagen Funktionieren oder Nicht-Funktionieren dieser Kommunikation an der
Schwelle zur institutionellen Unterstützung, um es vielleicht mal so zu sagen. Der andere Punkt ist, der da angesprochen ist, den ich versucht habe anzusprechen, ist, dass es natürlich auch, wenn man sich mit Kollegen wie der Hu Song-Ching unterhält, dann wird eben relativ deutlich, dass die Methoden, die wir hier entwickelt haben oder die in Amerika entwickelt worden sind, oder auch die Lehrbücher, mit denen wir die vermitteln, nicht so ohne weiteres in andere Kulturen, und sie spricht dann halt vor allen Dingen von der chinesischen Kultur, aber anderen asiatischen Ländern, dass das nicht ohne weiteres übertragbar ist, dass eben an der Stelle die kulturellen Verständnisweisen von dem, was Forschung ist oder was Alltag ausmacht, sich nicht ohne weiteres übersetzen lässt, und dass das eben nicht nur eine Frage der Übersetzung ist, sondern auch eine Frage des Verständnisses von Alltag, kulturellen Zusammenhängen und so weiter und so fort. Das heißt, das sind so verschiedene Ebenen, auf denen dieses Thema Kulturalität oder Internationalität von qualitativer Forschung deutlich wird. Und ja, okay, das war das, was ich versucht habe, deutlich, oder zumindest anzusprechen als eine Perspektive oder als notwendige Perspektiven, die man in die methodische Diskussion mit aufnehmen sollte. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Bei qualitativer Forschung 2.0 hätte ich mir noch vorgestellt, welchen Einfluss haben die Kommunikationstechnologien, Computer, Programme, Software auf die qualitative Forschung? Ist vielleicht ein zu großer Punkt, aber vielleicht können Sie noch mal ganz kurz darauf eingehen. Naja, das habe ich versucht ja in diesem letzten Punkt auch deutlich zu machen, dass also die Diskussion, die Nigel Fielding da zumindest zusammenfasst und aufmacht, relativ viel damit zu tun hat, dass sich die Kommunikationswege verselbstständigen darüber und dass sich darüber eben auch sozusagen ganz andere Formen der Forschung realisieren lassen, als es in den sozusagen nicht virtuellen oder nicht elektronischen Varianten sozusagen möglich war. Und ich denke, dass diese Verwendung neuer Medien und für die Forschung im Kontext von Forschung sicherlich ein Aspekt ist, aber dass es eben darin auch die Gefahr gibt oder die Möglichkeit oder Perspektive gibt, dass sich Forschung so ein Stück auf Seiten der Nutzer verselbstständigt, weg von den klassischen Teilungen zwischen Experten, also Forscherinnen als Expertinnen und denjenigen, die beforscht werden. Und ich glaube, dass darin das größere Potenzial drinsteckt und dass es nicht jetzt gerade der Übergang beispielsweise von einer klassischen Auswertung von Daten zur Verwendung von Computern, Computerprogrammen oder der Speicherung von Daten im Netz der entscheidende Punkt ist, sondern dass sich darüber eine Mentalität verändern wird. Dann nochmal herzlichen Dank für den Vortrag und für die Schlussstatements aufgrund der Fragen. Sehr schön. Und nachdem ich nun unentschieden bin, ob das Methodentreffen 2024 stattfinden wird oder nicht, glaube ich aber, dass auf jeden Fall die nächsten 2 Jahre gesichert sind angesichts der Herausforderungen und Trends, die du aufgezeigt hast. Und potenziell wird der ein oder andere Block in Mittagsvorlesungen vertieft werden. Gerade die Frage, die gestellt wurde mit Technik, wie ändert sich potenziell qualitative Forschung dadurch, das kann natürlich tiefer diskutiert werden. Aber bevor wir nun weitere Vorträge hören und debattieren, wünsche ich Ihnen ab 14.15 Uhr viel Spaß in den Forschungswerkstätten mit der Forschungsarbeit und dann ein gutes Methodentreffen. Vielen Dank.